Und das letzte Set ist dann das Jumbo Premium Gold Set, das 15K Set. Und ich denke mal, auch hier werden wir kein Glück haben. Doch, es ist unglaublich. In den Rewards, in zwei 55K Sets, kein Schlitz. Und hier... Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zur Weekend League. Ja, wir sind heute mal wieder in Deutschland am Start und wie ihr seht und wahrscheinlich auch hört, habe ich mein Mikrofon nicht mitgenommen. Ich hoffe trotzdem, dass die Soundqualität irgendwie okay ist, ja. Ich habe das einfach mal Hals gehangen und werde es ausprobieren. Sieht nicht schlecht aus. Wenn es ganz, ganz kacke klingt, müsst ihr für dieses Video hier damit leben, aber ansonsten werde ich dann in den nächsten Videos mir das Headset auf den Kopf setzen. Dann sollte es zumindest ein bisschen besser sein. Ich hoffe aber auch, dass es so funktioniert. Eigentlich müsste es weit genug weg sein, sodass es klappt. Ich hoffe es zumindest sehr. Und wenn es euch gefallen sollte heute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir bereiten uns auf die Weekend League vor. Das heißt, es wird das neue Team fertiggestellt mit den Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Und natürlich werden wir auch Packs öffnen. Das heißt, meine Rewards im Endeffekt. Aber erstmal muss ich anscheinend mal wieder mein Netzwerk konfigurieren. Es wird übrigens auch Weekend League Gameplay kommen wahrscheinlich. Wir haben heute Freitag, ich werde auf jeden Fall ein bisschen zocken. Ich weiß noch nicht, wie viel ich aufnehmen kann, aber im Idealfall seht ihr ein bisschen was davon, so wie ich es die letzte Woche auch gemacht habe. Michael Estienne hat sich verkauft. Ich habe ein bisschen durch die letzten Videos Coins gemacht, durch die Squad Building Challenge und auch durch beispielsweise Petr Cech, den wir ja gezogen haben, was ihr in den 7-Minute Squads gesehen habt. Kann ich nicht reinschneiden, was ich gerade gesagt habe. Das ist ganz wichtig, dass ich das rausschneide. Mal sehen, ob ich daran denke. Das habt ihr nämlich noch nicht gesehen. Werdet ihr aber sehen. Auf jeden Fall die Squad Building Challenge, das haben wir ja abgeschlossen, die letzten. Alle relativ erfolgreich gewesen. Momentan gibt es jetzt als neue Prime-Icons Andrei Shevchenko und Edwin van der Sar. Lustigerweise wird Shevchenko hier anders geschrieben als auf seiner Karte, aber das ist eine andere Geschichte. Die Anforderungen dafür sind natürlich nicht mal so extrem hoch. Ja, also ein 87er-Team insgesamt. Dazu natürlich muss man AC Milan-Team eintauschen, Chelsea-Team eintauschen, ein Spieler aus der Ukraine oder ein ukrainisches Team eintauschen. Das ist eigentlich ziemlich okay. Warum ist die so gut? Vielleicht. Also mal sehen, wie viele Coins ich am Ende übrig habe. Auf jeden Fall öffnen wir erstmal die Rewards. Es war ja am Ende, wie ihr im Review gesehen habt von der Weekend League, leider Gottes wieder nur Gold 2, was ich erreicht habe mit 24 Siegen. Seltene Megaset, 45.000 Münzen und ein seltene Goldset. Für ein bisschen Glück kommen wir jetzt gleich über die 1 Million Münzen mal wieder, die wir natürlich auch gleich wieder rausbuttern werden für unser neues Team. Wir öffnen erstmal das seltene Goldset und schauen, was wir hier drin haben werden. Ich hoffe auf einen Schlitz in diesen Sets. Ich bin ja relativ anspruchslos bei denen, weil ich weiß, dass die Gold 2 Rewards einfach scheiße sind. Und hier haben wir wieder den direkten Beweis dafür, dass das tatsächlich so ist mit Bernard. Und das in einem seltenen Goldset. Okay, es ist, glaube ich, ein 25K-Set, dementsprechend nicht so krass, aber trotzdem, Bernard in einem 25K-Set. Überlegt, man hätte das mit irgendwie Fever Points gekauft. Das wäre schon ziemlich, ziemlich bitter. Aber wir haben noch zwei 55K-Sets. Vielleicht werden die ja marginal besser. Wie gesagt, ein Schlitz, da würde ich mich schon sehr drüber freuen. In einem 55K-Set. Kein Spieler über 82. Victor Wanyama hat ein schönes Tor geschossen am Wochenende. Ein sehr, sehr schönes gegen Liverpool. Hilft mir aber auch nicht weiter, weil wert ist der deswegen trotzdem immer noch nichts. Es ist einfach nur traurig, was EA abzieht mit diesen Rewards, ne? Beziehungsweise mit diesen Packs. Das ist einfach so ein Rip-Off, das kannst du keinem erzählen. Pickford und Stepanenko werden discarded. Und damit kommen wir zum letzten seltenen Megaset. Komm, jetzt gib mir bitte den leuchtenden Rand. Das ist unglaublich, oder? Das ist wirklich unglaublich. Ich muss Gold 1 erreichen dieses Wochenende. Na, schaffe ich nicht zeitlich. Ich muss Gold 3 erreichen dieses Wochenende. Das ist so ekelhaft. Warum spiele ich überhaupt auf Gold 1? Henderson ist der beste Spieler, den ich jetzt in diesem ganzen Set gezogen habe. Das ist einfach nur traurig. Das ist wirklich nur traurig. Oh Gott, Alter, wenn ich daran denke. Hilfe. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Rewards waren, aber meine sind zum Kotzen. Also dafür hole ich 24 Siege. Für das. Das ist so lächerlich. Wie gesagt, die anderen Sets sind bei mir immer deutlich besser, die Gold 3 Rewards. Aber das ist ja wirklich eine Farce. Das ist ja eine Beleidigung fast schon. Wir haben Lucas Moura jetzt noch als Squad Building Challenge. Ich glaube, die mache ich tatsächlich nochmal eben kurz, weil dann kriegen wir zumindest nochmal 2 Sets und ein Goldspieler-Set immerhin. Vielleicht werden die SBC-Packs ja besser. Die SBC ist auf jeden Fall nicht sonderlich schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, sondern relativ easy mit Lucas Moura. Da muss man einmal, ja, hier aus Paris
ein Team bauen mit mindestens 4 Ligen, mindestens 4 Spieler aus derselben Liga und mindestens 3 Nationalitäten. Das haben wir hier relativ einfach hinbekommen mit El Abdelawi, dem Ex-BSler auf der rechten Seite. Dann Basel, hier ein bisschen Argentinien und hier halt eben ein bisschen Ligue 1. Das ist echt easy. Dafür gibt es ein gemischtes Spielerset. Dann gibt es Nord-London oder nach Nord-London. Da habe ich halt 4 Brasilianer. Also man muss mindestens 4 spielen mit derselben Nationalität, mindestens 4 Nationalitäten und mindestens 3 Ligen. Dann haben wir ein paar Brasilianer reingestellt und hier ein bisschen Ligue 1 noch hin. Passt also auch. Premium Gold-Set gibt es dafür, 7,5K-Set und es gibt halt insgesamt dafür für die ganze Challenge ein Goldspieler-Set. Ich denke mal, da ist ein Seltener drin. Ist nicht überragend, aber es ist nochmal ein bisschen was. Ja, damit kann man nochmal leben. Es ist ein Prime-gemischtes Spieler-Set, sogar auch ein Goldspieler-Set. Genau, ist ein Seltener drin. Jumbo Premium Goldset ist sogar 15K-Set, das hatte ich falsch im Kopf. Also das geht auf jeden Fall. Hier haben wir, es wäre zumindest ein Schlitz möglich gewesen. Ja, es ist halt trotzdem so enttäuschend, ganz ehrlich. Es ist wirklich heftig enttäuschend. Aber dann ist der erste, den wir hier ziehen, was auch nicht überragend ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also das geht auf jeden Fall besser, aber in diesem Goldspieler-Set will ich mich mal nicht beschweren. Obiang, gibt es die Spanier-Challenge noch mit anderen Ligen? Ich weiß, ach nee, Bundesliga war das nur. Den nehmen wir dann dementsprechend logischerweise mit. Ist hier irgendwie anders dabei, der was wert sein könnte wegen Swap-Building-Challenge? Ich glaube nicht. Romero, den kann man immer auf Transferliste setzen, weil 80er Rating und er geht sogar für ein bisschen was, warum auch immer. Aber gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Grund. Prime gemischte Spielerset machen wir als nächstes auf. Mal sehen, vielleicht wird das nochmal gut. Hier haben wir einen Schlitz, aber keinen ausgefüllten. Das heißt, auch das wieder ein Spieler unter 83. Ja, ja, heute laufen die Packs. Hätte ich mal gestern Abend geöffnet, aber da bin ich erst nach Hause gekommen. Mondon, da wird das hier 82. Immerhin das beste Rating, was man unter dem Schlitz bekommen kann. Und Mondon, da ist auch kein so schlechter Keeper. Omladic, der ehemalige BSler. Damit haben wir es heute. Selina, der ehemalige Citizen, der glaube ich auch noch ausgeliehen ist. Und Malcolm haben wir hier noch dabei. Das geht also auch ganz gut klar. Und das letzte Set ist dann das Jumbo Premium Gold Set, das 15K-Set. Und ich denke mal, auch hier werden wir kein Glück haben. Doch, es ist unglaublich. In den Rewards, in 2 55K-Sets, kein Schlitz. Und hier Petr Cech schon wieder. Na gut. Aber trotzdem, das ist so hart lächerlich. Das ist wirklich so lächerlich. Das kannst du echt keinem erzählen. Dazu noch Wallacy. Oliveira habe ich gerade eingetauscht, perfekt. Dann Rosina. Ey, da komme ich wirklich nicht drauf klar. Wie, was für ein Rip-Off dieses Spiel ist, ne? Ach, ich habe sogar noch den alten Check. Das heißt, wenn wir den verkaufen, dann kommen wir sogar auf die Millionen, bevor wir jetzt hier das andere Team bauen. Und das würde ich ganz gerne, weil, Alter, es ist so hart lächerlich. Es ist wirklich so hart lächerlich. Gut, ich habe jetzt den Check zu teuer reingestellt. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich nicht verkaufen, aber vielleicht kommen mit dem anderen über eine Million. Und ich will mal wieder diese Millionen da stehen sehen. Ey, schreibt mal in die Kommentare. Findet ihr die Rewards auch von dem, was ihr bekommt, so lächerlich wie ich? Oder sagt ihr, ja, sind halt Rewards, beschwert man sich nicht drüber, gibt's halt einfach nur dazu, weil im Endeffekt, du spielst doch die Weekend League für die Rewards, wenn du halt nicht gerade ein Pro-Player bist, oder? Also ich zumindest, finde ich sehr, sehr kritisch. Wir warten mal kurz ab, ob sie einer der Checks verkaufen, ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Spieler kaufe. So, wir haben es geschafft, der eine Check hat sich verkauft und wir sind bei über 1 Million Coins. Das heißt, ich bin mal kurzzeitig wieder Coin-Millionär, aber ihr habt natürlich entschieden, welche Spieler wir kaufen. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Varianten, ich habe glaube ich sogar schon die, ja, ich habe sie schon gelöscht. Es wird im Endeffekt die, ja, gewechselte Variante. Und zwar denke ich mal, dass es den meisten von euch klar war. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade fehlt, aber das ist sowieso das falsche Team. Wo ist denn, habe ich das gelöscht? Bin ich bescheuert? Ich bin bescheuert. Ich habe mein Team gelöscht. Na egal, kopieren wir mal OU Season und nennen das wieder OU Legend. Es bleibt weiterhin Crespo im Sturm. Ihr habt gerade schon gesehen, Antoine Griezmann wird auch noch verkauft werden. Ja, beziehungsweise habe ich den schon verkauft? Ich habe keine Ahnung, ob ich den schon verkauft habe. Der wird auf jeden Fall auch gehen müssen, weil ihr habt euch dafür entschieden, Max, mach mal nicht weiter mit Griezmann. Der ist einfach nicht dein Spieler und das sehe ich ja ganz genau so. Dementsprechend wird der halt eben auch gehen müssen. In der Innenverteidigung wird nicht mehr Bayi stehen, im Tor wird nicht mehr Jori stehen. Das wird sich alles geändert haben oder wird sich alles ändern und dementsprechend Griezmann habe ich nicht mehr. Griezmann ist verkauft, gut. Alles klar, weiß ich Bescheid, schön zu wissen. Wäre auch komisch gewesen mit den Coins sonst. Es wird im Sturm auf folgende Paarung hinauslaufen. Einmal in der Sturmspitze Neymar, die 92er-Karte. Was ziemlich interessant werden könnte. Und auf der 10er-Position Kylian Mbappé. Mbappé hat natürlich nicht die besten Werte dafür. Mit 74 passen nur. Aber den sehe ich ja sowieso als dritten Stürmer eher an. Neymar 79 passen. Man könnte es natürlich auch tauschen. Ja, also Neymar quasi auf die 10 stellen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja,
Ja, wobei, muss ich gleich mal schauen, wie das mit der Chemie ist. Es wird keine volle Chemie, auf keinen Fall, aber nichtsdestotrotz, ja, sieht das Team interessant aus. Im Tor wird es David De Gea werden, der uns seit neuestem oder ab dann eben den Arsch retten soll in gewissen Situationen. Und die Innenverteidigerposition wird besetzt mit Skodran Mustafi, beziehungsweise da überlege ich tatsächlich noch, ob ich mir nicht Nathan Ake hole, weil der hat eine richtig geile Informkarte jetzt diese Woche bekommen. Und das wäre dementsprechend auch eine Option. Linksverteidiger wird aber in jedem Fall der 84er Inform Ashley Young. Was, denke ich mal, auch ziemlich interessant sein könnte. Und die werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Ich habe den falschen Young reingepackt. Ich bin gespannt, wie teuer die Spieler werden. Aber ich denke mal, ich werde sie mir leisten können. Das wird eng, glaube ich. Aber ich denke, sollte im Bereich des Möglichen sein. Dementsprechend gehen wir auf den Transfermarkt und fangen an mit Ashley Young. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war der so bei 96.000 Münzen. Mal sehen, ob er gestiegen ist. Gut, das war jetzt natürlich auch ein richtiger, intelligenter Move. Ich bin gespannt. Oh Gott. Teilweise Max und irgendwas einstellen. Ne? Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte in manchen Situationen. 96.000. So, und hier machen wir auch, sagen wir mal, 80.000. Ich hoffe, er ist nicht gestiegen. Könnte es mir aber theoretisch vorstellen. Nein. Er ist immer noch bei 96.000, beziehungsweise bei 92.000. Den nehmen wir mit. Hat nicht den Shadow Chemistry Style, aber den werden wir wahrscheinlich noch drauf machen. Architect, Ashley Young, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, was sehr schön ist. 80 Defending, 74 Füße, 80 Shooting. Sehr gut offensiv, gutes Tempo, gutes Dribbling. Dazu sehr, sehr schön, dass er auch flanken kann mit 92. 87 Antritt ist gut, 88 Ausdauer ist sehr, sehr wichtig. Hat eine ziemlich, ziemlich nice Karte, spielt auch eine gute Saison. Ich glaube, Freischusspräzision ist auch 79, also gar nicht so schlecht. Kann man machen, auch wenn man natürlich mit Neymar einen neuen Freischussschützen haben. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne erste Karte. So, ich möchte einmal nachgucken, was Nathan Ake kostet, weil der, den gibt es gar nicht für den Preis, der ist wahrscheinlich noch ein Stückchen teurer, weil der ja auch gerade erst rauskommt, ist die 84er Karte. Ihr seht es hier, die Werte sind schon heftig. Er hat, ist zwar nur 1,80 großer, Mittel-Mittel-Arbeitsrate, aber ist halt schnell mit 81 Tempo. Wir vergleichen den mal gleich ganz kurz mit Mustafi, aber 130.000 Münzen bin ich für den auch ehrlich gesagt nicht bereit zu bezahlen. Vielleicht nächste Woche dann, wenn Mustafi mir nicht gefallen sollte. Aber für einen 84er Inform, der nur 1,80 groß ist, ist das ein bisschen zu teuer. Ich glaube, Mustafi sollte so um die 80.000 Münzen kosten. Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden es ja gleich sehen. Wir wollen die 87er-Variante, nicht die 86er. Und hier haben wir schon 87er für 80.000 Münzen, hat nicht den Shadow Chemistry Style. Mal sehen, ob wir noch was anderes finden. 75.000 bis 82.000. Ob wir hier noch einen dabei haben. Hier ist gerade keiner. Hier sind noch ein paar 87er, aber die haben auch jeweils nicht den Shadow Chemistry Style. Das heißt, wir nehmen den 87er für den günstigsten Sofortkaufpreis von 80.000 Münzen und haben damit ja auf jeden Fall schon mal eine neue Verteidigung zusammen. Jetzt ist die Frage, wie viel kostet David De Gea? Als ich das letzte Mal geguckt habe, 230.000, das ist aber auch schon ein paar Tage her. Achso, ja, Spezial kriegen wir den dafür nicht und auch so nicht. Das ist bitter. 240.000 wird er dann wohl kosten. Okay, das ist für ein Torwart so eine heftige Steingeld. Ich kaufe den als letztes, weil das ist auf jeden Fall ein bisschen Überwindung, was ich da aufbringen muss. So, Neymar sollte um die 400.000 Münzen kosten. Auch das ist natürlich eine ziemliche Stange Coinage, aber ich hoffe, sie wird sich lohnen. Wir gucken uns gleich seine Werte nochmal an. Die sind ziemlich, ziemlich stark. Von daher wird er auch hoffentlich das tun, was ich von ihm erwarte. Ich hätte ganz gerne einen frischen Neymar, muss ich sagen. Ja, das heißt, einen mit keinen Spielen bisher. Aber ich denke mal, 425.000 wäre ich bereit, dafür auszugeben. Vielleicht finden wir da einen. Wenn nicht, dann nehme ich einen günstigeren. Sieht gerade nicht so aus. Vielleicht warte ich auch noch kurz. Wir vergleichen ganz kurz oder wir gucken uns einmal ganz kurz vorher Neymars Stats an, denn die sind schon ziemlich, ziemlich nice. Also 94 Antritt, 90 Sprintgeschwindigkeit, das ist ein ganzes Stückchen schneller als Griezmann. Er kann nicht köpfen, aber Griezmann hat auch kein einziges Kopfballtor mehr gemacht. Flanken 75 ist gut, Freispräzision 84 ist gut, Fernschüsse 77, wie gesagt, verstehe ich nicht. Schusskraft 80 ist gut, Abschluss 89, Stellungsspiel 90. Die beiden wichtigsten Stats hat er auf jeden Fall. Elfmeter kann er dazu auch noch. Ruhe 92 ist also extrem wichtig. 96 Beweglichkeit, nur 82 Balance. 95 Ballkontrolle, 96 Dribbling, also ich weiß nicht, wie er bei 95 Ballkontrolle und 96 Dribbling und 96 Beweglichkeit auf 94 Dribbling kommen kann. Vielleicht spielt die Balance damit rein, ich weiß es nicht, aber die Karte sieht auf jeden Fall, die sieht schon ziemlich, ziemlich böse aus. Also ich denke mal, mit dem werde ich ein bisschen Spaß haben können. Der günstigste, aber es gibt einen Hunter, okay, 418.000 für einen Hunter-Nehmer. Das wäre schön gewesen, aber so warten wir nochmal kurz und gehen zurück zur De Gea-Suche. Das tut so weh, so viele Coins für einen Torwart auszugeben halt einfach, ne? Weil De Gea
seine Spezialvariante wäre natürlich nochmal eine Nummer krasser, aber guckt euch mal die Team of the Year Karte an. Die geht für über 1 Million Münzen für einen Torwart. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, wie viel Neuer geht. Schauen wir mal nach. Gibt keine Spezialkarte, wie auch. Aber überlegt mal, Neuer, Manuel Neuer geht für 100.000 nur und De Gea geht für 240 fast. Alter Schwede, ey. Ich sollte echt mal überlegen, mein Team umzustellen, glaube ich. Das ist halt schon eine Stange Coins, ne? Aber gut, ihr habt euch entschieden und dementsprechend hole ich den De Gea auch. Es ist halt nur... Es sind halt nur viele Coins. Es sind halt wirklich viele Coins für einen Torwart. Ich hätte normalerweise ja kein Problem mehr dafür. Ein Torwart ist halt das Ding. So, es gibt keinen unter 240.000. Das heißt, wir nehmen den mit dem Glove Chemistry Style. Und damit haben wir die Geschichte durch. Es tut mir in der Seele weh, das zu tun. Ihr wisst, wie sparsam ich bin. Ja, naja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen vernünftigen Torwart hinten drin. Ich hoffe, er performt auch. So, Neymar. Gucken wir jetzt nochmal nach, ob es den gerade gibt. 430.000 Coins. Ach komm, 430.000 würde ich auch für einen frischen bezahlen. Das wäre die Grenze für mich. Da gibt es sogar einen. 429.000. Ja. Gucken wir nochmal kurz nach, ob wir da was günstigeres finden. Ein bisschen auf den Basic Chemistry Style achten. Hier gibt es noch einen. 427.000. Das wäre nochmal eine Nummer günstiger. Das ist okay. Also 427.000 für einen ohne Stats. Und 419.000 für einen mit Hunter. Das war dann doch keine schwere Entscheidung. Ach ja. Ich bin äußerst gespannt, ob Neymar länger als eine Woche bleiben wird. Ob der mich enttäuschen wird, ob er gut spielen wird. Das Ding ist, er hat halt auch was ganz, ganz Wichtiges und ihr seht es schon. Er hat diesen 5-Star-Weakfoot, den ich so liebe. Den hat Mbappé jetzt nicht, der hat wenigstens 4 Sterne. Griezmann hatte ja nur 3 und war Linksfuß. Das hat halt ein bisschen runtergezogen. Aber mit Neymar könnte das schon echt... Das könnte schon echt nice sein. So, die Bank muss ich natürlich noch modifizieren. Die gehört sich so nicht, wie sie hier gerade aussieht. Ich könnte sogar Moya eigentlich mal drauf lassen anstelle von Paulinho, aber ich glaube, ich nehme sogar Milinkovic-Savic anstelle dessen mit. Ich weiß nicht, ob der genauso overpowered ist wie Paulinho natürlich, aber nichtsdestotrotz sollte im Idealfall das gut funktionieren. Die Bank wird aufgefüllt dann weiterhin mit Umtiti. Ich weiß nicht, warum ich Quaresma rausgepackt habe, der gehört dann nämlich hin. Die 86er-Karte, dann Jesus natürlich noch. Mbappé hat seinen Platz in der Startelf zurückerlangt. Das ist für ihn auf jeden Fall wieder ein Upgrade, auch wenn er mir ja teilweise nicht gefallen hat. Wer fehlt mir jetzt noch? Cancelo fehlt noch, mein Außenverteidiger-Liebling. Und dann haben wir eigentlich noch einen Platz frei für noch einen Stürmer. Stürmer haben wir genug, Mittelfeld vielleicht. Dann nehmen wir da doch mal Moi mit. Ob der spielen wird, ist die andere Frage, aber die Werte sind auf jeden Fall nice. 86er Bewertung hat das Team jetzt insgesamt, natürlich nur runtergezogen von Mr. Karstorp. Ich werde auf jeden Fall noch Shadow für Mustafi und für Young sowohl als auch Company kaufen. Mal sehen. Ja, wobei, eigentlich braucht Young kein Shadow, ne? Eigentlich braucht Young eher Physis. Ich versuche es erstmal mit Young mit Architect, vielleicht packe ich da noch Shadow später drauf. Bei Außenverteidigung finde ich Shadow allgemein, wenn sie sowieso schnell sind, nicht so wichtig. Da mag ich anders ticken als ihr. Vorne brauchen wir auf jeden Fall noch einmal Hunter für Mbappé. Und ja, bei Neymar brauchen wir auf jeden Fall Positionsmodifikationskarten. Vom linken Flügel zum linken Stürmer. Wo habe ich die denn? Da haben wir sie. Gibt 5 Chemie am Ende. Ich dachte 7. Wieso nur 5? Wurde das angepasst? Überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht 7. Ah gut, dann spielen wir halt mit 5 Chemie. Dann hat das Team halt nur 95 insgesamt. Ihr habt es entschieden, im Endeffekt. Also von daher will ich da jetzt auch keine Beschwerden hören. Ich brauche noch einmal Hunter und zweimal Shadow und dann melde ich mich wieder. Also das ging jetzt relativ schnell, aber ich habe das Gefühl, dass die Chemistry Styles im Preis einfach
Also sie sind schon heftig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt für den Hunter 4.500 bezahlt, das war mit Abstand der günstigste, sonst war nur 4.700. Und für die Shadows, die gab es auch, also 4.500, die habe ich jeweils erst sniped, was aber auch gar nicht schwierig war, für 3.500 war also okay jetzt, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein bisschen, das ist halt schon heftig für Chemistry Stealth, aber ihr schwört ja auf die Dinger, ihr sagt ja, dass die unglaublich wichtig sind, unglaublich stark sind und gerade bei einem Mustafi, da sehe ich das, bei einem Company sehe ich das auch mit Shadow, dass das auf jeden Fall was bringen wird im Vergleich zu Anchor, aber ob das jetzt bei Young nötig wird, naja, das sehen wir dann. Ich gebe auf jeden Fall Mustafi erstmal noch einen schönen Vertrag, ja, damit wir auch die 40 Spiele theoretisch mit ihm machen können. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zu diesem Team? Nur 95 Chemie, aber wird es trotzdem reichen für die Weekend League? Wird es trotzdem performen? Wird vor allem Neymar seinen Job machen? Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Das war es von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.